Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach News. Heute geht es um Luke Mockridge, der in einer finnischen TV-Show für extremes Aufsehen gesorgt hat. Ein Video zeigt, wie der deutsche Komiker im verglasten Hintergrund einer live übertragenen TV-Show Gemassen schneidet. Der deutsche Komiker Luke Mockridge erlaubte sich einen Spaß. Vergangenen Montag und Dienstag stellte er sich während der Live-Übertragung der Frühstückssendung Humeta Sumi hinter die Glasscheibe des TV-Studios, die sich im Erdgeschoss befindet, und schnitt Grimassen. Ein Video des Fernsehsenders MTV3 zeigt, wie er winkt, auf und ab geht und mit verschiedenen Gesten auf sich aufmerksam macht. Auch die finnischen Moderatoren bemerken dies und regen sich über den Störenfried auf. Am zweiten Tag versuchte ihn sogar ein Security-Mitarbeiter aufzuhalten, doch der Komiker ergriff die Flucht. Wie ein finnisches Magazin berichtet, war Mockridge mit einem Kamerateam vor Ort. Laut dem Blatt wollte er für seine eigene TV-Show eine Szene drehen, soll sich dafür aber keine Erlaubnis eingeholt haben. TV-Zuschauer sind wütend. Nicht nur die finnischen Zuseher hat Luke Mockridge mit dieser Aktion verärgert. Völlig unnötig, der soll den nächsten Flieger nach Deutschland nehmen, schrieb ein Leser unter die Kommentare des finnischen Magazins. So ein lächerlicher YouTube-Star hat er nichts verloren, meint ein anderer User. Luke Mockridge ist ein deutsch lebender Autor und Komiker. Er war in zig TV-Shows zu sehen, unter anderem in der Sat1-Show Jetzt wird's schräg, in seiner eigenen TV-Show Luke die Woche und ich und Luke die Schule und ich. Zudem gehört er seit März 2018 zur Hauptbesetzung der Comedy-Show Mord mit Ansage. Auf YouTube folgen ihm über 716.000 Follower. So, das war's auch schon wieder mit der nächsten Folge von Einfach Wissen. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben oder schreibt einen Kommentar, was ihr von der ganzen Aktion haltet. Ansonsten, links könnt ihr mich abonnieren, rechts geht's zu meinem neuen Video. Ansonsten schaut weiterhin bei meinem Kanal vorbei. Bis zum nächsten Mal und ciao.